Moin, Kinder, und herzlich willkommen zu Minecraft Present mit Anne. Hallo. Hi. Ja, Ganz, ganz trocken. ich hatte ja am Ende der letzten Folge kurz was über Dragon Age Inquisition gesagt. Ja, genau. Und was ich finde, ist, dass sie viele Sachen, die in Dragon Age 1 schon gut waren, oh, ich habe einen Diamanten gefunden, dass sie die noch besser gemacht haben. Also in 1 gut waren, haben sie besser gemacht. Die haben sie noch besser gemacht, genau. Und zwar in dem Sinne, dass zum Beispiel, wenn du jetzt dich anfreundest mit einer Person, also mit einem Begleiter oder so, Ja. Dann hat das noch mehr, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, Nuancen irgendwie. Also du erlebst mehr mit der Person, weißt du, die bezieht sich mehr auf das, was du tust. Weißt du, zum Beispiel, wenn du in einer Romanze bist mit einer Person und du hast irgendein besonderes Event, dann kommt die Person auch zu dir und sagt so, hey, ich habe mir Sorgen gemacht um dich da und da, weißt du? Also das ist alles so ein bisschen realistischer, weil vorher war es ja so, du redest die ganze Zeit mit der Person, der Höhepunkt ist dann, dass du halt irgendwie eine Romanze mit der Person hast oder so. Ja. Und dann war es das. Dann kannst du noch hingehen und sagen, lass uns knutschen oder komm in mein Zelt oder so, ne? Ja. Und dann war es das. Und das ist jetzt halt nicht mehr so. Du unternimmst halt Sachen zusammen und solche Sachen, weißt du? Das finde ich halt ganz cool. Also du unternimmst Sachen zusammen und kannst halt. Durch die Romanze schaltest du halt zusätzliche Gesprächsoptionen frei. Und es ist nicht so, dass halt die Romanze dann so der Gipfel der Beziehung ist oder sowas, weißt du? Und du schaltest halt dadurch Quests und Dialogoptionen frei. Und das finde ich sehr gut. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es mehr Dialoge gibt als in Dragon Age 1. Also mehr Text insgesamt. Sehr gut zu Was wissen. ich gewöhnungsbedürftig fand, war bei Dragon Age Inquisition, dass nicht mehr alle Dialoge Cutscenes sind. Okay. Das heißt, du läufst halt zu der Person so hin und in der Ingame-Grafik finden dann die nicht so wichtigen Dialoge statt. Die wichtigen Dialoge sind nach wie vor halt so Cutscenes und so, aber nicht alle. Die Standarddialoge sind einfach, du läufst halt so hin im Spiel und redest mit denen. Das fand ich am Anfang ehrlich gesagt ein bisschen nervig, weil du halt oft eine Geräuschkulisse hast und so und ich weiß nicht. Es ist schon irgendwie realistisch, aber es hat mich erst am Anfang ein bisschen gestört. Dann, was mich noch unglaublich gestört hat, war die Steuerung in dem Spiel. Ja. Am Anfang, das war für mich, es hat sich angefühlt, als hätte ich das erste Mal, würde ich das erste Mal ein PC-Spiel spielen. Es Also bei war, Dragon Age 3 jetzt. ja, unglaublich schwammig irgendwie. Du bewegst so die Maus und keine Ahnung, also schrecklich war das. Muss man sich halt dran gewöhnen. Mittlerweile geht's ganz gut. Es sind so Okay. ein paar Sachen, die mich irgendwie ziemlich ärgern. Ja, zum Beispiel, wenn du da vorne irgendwo liegst, siehst du was liegen, was du looten könntest, ja. Und du kannst auch mit der Hand drüber fahren, dann gibt es ein anderes Icon und du siehst halt, okay, du kannst es looten. Aber du kannst nicht einfach darauf rechtsklicken und dann läuft die Person dahin und lootet das, sondern du musst hinlaufen, um draufklicken zu können. Das finde ich, Okay. das, ich weiß nicht, ob du dir das so vorstellen kannst, aber das finde ich, sowas finde ich unglaublich nervig, weil wenn ich das eh da vorne sehe, dann will ich da draufklicken können und der Charakter läuft automatisch dahin. Und solche Sachen, daran merkt man dann einfach, dass es einfach keine PC-Steuerung ist, sondern dass sie die Konsolensteuerung halt einfach haben, weißt du? Ja. Das ist dann ein bisschen schade irgendwie. Aber ansonsten hat mich das Spiel auf jeden Fall unglaublich Gepackt. gefesselt, ja. Auch gerade die ganzen Nebenquests und so, das hat mir in Dragon Age 2 halt wenig Spaß gemacht, beziehungsweise es war einfach nicht so cool gemacht. Und hier ist es einfach, ich weiß nicht, da mache ich auch gerne mal Sammelquests irgendwie, weil einfach auch die Landschaft cool ist und man halt so viel entdecken kann und so. Es gibt halt auch Geheimnisse, die man entdecken kann und ja, finde ich halt cool. Das ist doch schon mal gut, ne? Ja. Dann muss ich mir immer noch überlegen. Also noch gibt es keinen Punkt, den du jetzt mir irgendwie genannt hast, der mich jetzt dazu anregen würde, dieses Spiel doch zu kaufen. Keine Ahnung, Was muss hat dir ich denn mal. am meisten gefallen bei Dragon Age 1? Bei Dragon Age 1, was mir da am meisten gefallen hat, Hm? die Interaktion mit den Charakteren, das war irgendwie, keine Ahnung, Ja. das fand ich cool. Ja, wie gesagt, Aber. das ist in meinen Augen halt noch besser als in Dragon Age 1. Aber wenn du sagst, das Kampfsystem ist auf Casual Gamer jetzt ausgelegt, ich finde das nicht immer schlimm, wenn sowas passiert. Weil irgendwo muss man ja auch neue Spieler an Land ziehen können, ja. Aber ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, das muss ich mir nochmal genau durch den Kopf gehen lassen. Vielleicht noch ein Ja, paar es läuft ja Reviews auch nicht weg, durchlesen. weißt du? Ja. Und vielleicht ist es ja auch irgendwann mal ein bisschen günstiger. Es ist ja nun immer noch ziemlich teuer im Moment. Ja, ich Aber kaufe mir, ich wenn dann, eh persönlich nicht im Laden. kann's dir halt nur empfehlen. Also mir persönlich gefällt das unglaublich gut, das Spiel. Hätte ich auch am Anfang nicht so gedacht. Der ganze Auftakt hat mir nicht so gefallen bei dem Spiel.
so wie das ist. Es fängt ja an, das ist ja jetzt kein Spoiler, das sieht man auch schon in den Vorschauen und so. Dass es da, es gibt ja den Bürgerkrieg zwischen Magiern und Templern und die versammeln sich halt zu so einem Konklave, wo sie halt mit der Päpstin, also die Göttliche heißt sie ja, Ja. halt wie der Papst quasi, will halt versuchen zu vermitteln zwischen den beiden Parteien. Und dabei fliegen die ja quasi alle in die Luft und dann sind halt alle führenden Templer und Magier sind halt tot und damit fängt das halt an. Aber es fängt halt eben nicht damit an, sondern damit, dass du halt irgendwie überlebst und da rauskommst und so. Und das fand ich irgendwie unglaublich lahm, weil du kommst da so raus, oh, sie hat überlebt und oh, ist sie vielleicht schuld daran, dass das explodiert ist, bla bla bla. Statt dass du irgendwie noch das Konklave miterlebst oder so. Weißt du, ich weiß nicht, ob du dich noch an Dragon Age 1 erinnerst. Da war das so, zum Beispiel, wenn man als Adliger anfängt, du läufst erst so durch deine Burg und so, ne? Ja. Und dann gibt es ja den Angriff bei Dragon Age 1, ne? Erinnerst du dich noch? Dunkel. Ja, und du, vorher Dunkel. kannst du noch mit allen reden, du hast noch deinen Mabari da, deinen Hund, weißt Ja, genau. du? Der da die Küche verwüstet und was weiß ich, und du lernst das alles noch so kennen. Und genauso wäre es auch geil gewesen für den Auftakt hier. Aber so war es halt einfach nicht. Es war halt einfach. Weiß auch nicht, war halt. Es ging halt gleich mit dieser Action los. Was ich schade fand, weil man dann gar nicht so dieses Reinempfinden hatte, so am Anfang. Und gerade dieses, dass du dich halt reinversetzen kannst, ist ja eigentlich voll wichtig bei Dragon Age. Ja, das ist richtig. So, jetzt habe ich mich hier um Ja. Kopf und Kragen schon geredet. Sorry. Ist halt mein Lieblingsspiel, ne? Ja, klar. Kochen die Emotionen nochmal hoch. Was ist denn bis auf Dragon Age noch? Hast du noch irgendein Lieblingsspiel? Bei Dragon Age ist jetzt bei mir jetzt nicht unbedingt mein absolutes Favoriten-Game. Ja, Ever. Book of Unwritten Tales finde ich unglaublich gut. Ist ja auch eins Weil. meiner Favoriten. Weil der Humor einfach super ist. Es macht einfach unglaublich viel Spaß, das zu spielen, finde ich. Ja. Skyrim habe ich unglaublich gerne gespielt. Hab mich aber nicht so gefesselt wie Dragon Age. Und ansonsten. Drakensang natürlich, das war ja mein erstes Let's Play. Ja, genau, richtig. Das Das war habe mein ich ja erstes. deswegen gespielt, weil das halt eins meiner Lieblingsspiele ist. Das hatte ich ja vorher schon durchgespielt mehrmals. Ja, so Rollenspiele sind schon eher so mein Ding, würde ich sagen. Mass Effect natürlich. Oh, Mass Effect, oh Gott, ich liebe es. Freue ich mich auch riesig schon auf den nächsten Teil, der jetzt nächstes Jahr hoffentlich schon kommt. Hoffe ich sehr, dass der nächstes Jahr kommt, der Teil. Ja, soll jetzt wieder ein neuer Teil kommen, oder wie? Ja, hast du es gar nicht mitgekriegt, oder wie? Nee. Nee, da kommt ein neuer Teil raus. Also, der spielt dann in der Zeit davor, oder wie? Danach. Danach. Shepard ist, so viel ich mitgekriegt habe, entweder schon tot oder ist ein alter Knacker. Okay, weil die, es endet ja dann. Achso, ich darf will ja jetzt nicht spoilern, aber du weißt ja, wie es Ja, endet. ich weiß, wie es endet. Und Und das ist ja eigentlich, das schließt doch eigentlich so das, wie es vorher war, schließt das eigentlich aus. ja, aber es gibt, genauso wie in Star Wars, gibt es ja auch da immer einen Feind. Ja? Ja. Und das Einzige, was ich halt jetzt bis jetzt weiß, ist nun mal, dass Shepard nun abgedankt hat im nächsten Teil. Also es wird jetzt ein Mass Effect 4, wo auch auf neue Spiele eingegangen wird. Auf jeden Fall. Also das war so das, was ich jetzt mit rausgekriegt habe. Und Shepard ist tot. Es wird aber immer wieder mal erwähnt, also die Charaktere, die man alle so aus dem Mass Effect-Universum schon kennt, tauchen beziehungsweise kommen in Dialogen immer wieder mal vor. Okay, aber Und es die ist halt waren eine neue schon Hauptperson dann quasi. eine neue Hauptperson und natürlich haben sie groß angepriesen, oh, Frostbite 3 Engine und so weiter, ist ja klar. Typisch halt EA und so. Und ja, ich bin jetzt mal gespannt, was draus wird aus dem Teil. Und wie gesagt, das soll halt nach Shepard seiner Zeit oder was vor Shepard? Ich will jetzt keinen Scheiß erzählen, ich glaube aber nach war's. Und da freue ich mich halt schon riesig drauf. Also ich bin gespannt, was sie daraus gemacht haben. Also besser gesagt, gerade machen. Es gibt auch schon Artworks, man kann schon einiges sehen. Es gibt sogar schon Okay. einige Grafiken vom Spiel direkt, also wie es im Spiel aussieht. Und es sieht ja schon echt, boah, Sieht gut aus. krass aus. Ja, also puh, Ich hat es ganz bin, schön in sich. ich muss ja auch gestehen, ich bin eigentlich überhaupt nicht so der Fan von Science Fiction und so, ne? Also es ist echt nicht so mein Fall. Aber Mass Effect, da hat die Story dann doch halt echt vieles wettgemacht. Oh ja, also Mass Effect hat schon viel gemacht. Also viel. Ich habe übrigens Erfolg gehabt jetzt. Ich habe jetzt 15 Gold schon gefunden, immerhin.
Ja, ich habe meinen Erfolg auch geschafft. Ich habe jetzt statt meinen Blutaltar im Haus bauen zu können, habe ich mich dazu entschieden, einen Balkon zu bauen. Und ja, er wird verschönert. wird sogar mit Trägern, damit es so aussieht, als müsste der festgehalten werden, damit er nicht runterfällt. Und, krass. Ja, ich bin jetzt hier voll der krasse Typ. Und ja, habe jetzt mein Blutaltar außerhalb, im dritten Stock. Auf dem Balkon. Ja, Mensch. Also das ist gerade so das, was ich jetzt geschafft habe in unserer Laberrunde. Mr. Laber-Laber. Mr. Laber-Laber, du sagst es. Ich bin schon 10 Minuten am Quatschen über BioWare-Spiele. Ja, stimmt. Wir machen zu viel Werbung für BioWare. Nee, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, Zuschauer könnt ihr auch mal reinschreiben, wie ihr das so findet. Aber bei mir war es doch echt im Endeffekt so, dass die Rollenspiele mir halt am besten gefallen haben. Und bei Mass Effect war es ein bisschen anders bei mir als bei Dragon Age, weil bei Mass Effect hat mir tatsächlich der zweite und dritte Teil besser gefallen. Also gut, das Ende von Mass Effect, ne, kann man sich ja drüber streiten, aber ich fand insgesamt von der Inszenierung und vom, wie es mich so emotional mitgenommen hat, war das für mich eine Aufwärtskurve, also so, ne, der erste war okay, der zweite war dann schon ziemlich emotional und der dritte, da, keine Ahnung, da habe ich sogar geflennt. Ja, beim dritten, da muss ich ganz ehrlich zugeben, das ist kein Beinbruch in meinen Augen. Boah, was ist denn hier los? Was backt denn hier? Da gab es mehrere Szenen, wo man hätte holen können. Ganz am Anfang, wo das Kind erschossen wird, beziehungsweise nicht erschossen wird, sondern halt durch den Angriff der Reaper auf der Erde dabei drauf geht und du das Kind aber versucht hast noch zu retten. Ja. Da musste ich mich schon zusammenreißen. Also das war schon sehr emotional. Ja, gut, das war mir egal, aber hier. Die Storyline von Mordin Soul ist, finde ich, auch richtig traurig. Von dem Wissenschaftler, weißt du? Mhm. Fand ich schon ziemlich sad. So, und wieso kann ich jetzt nicht tiefer bauen? Und wieso habe ich jetzt wieder hier den großen Sauer verwendet? Ah. Was? Oh. Nee, ich raste hier gleich aus. Ich raste hier gleich aus! Jetzt ist gleich vorbei! Hatte Spaß aber auch. So ein bisschen Strip Mining, ne? Kann man sich ja mal gönnen. Nur runter, das geht mir auch nicht. Zack. Genau. Dum, 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 dum. Hier, da geht's raus. So. Wieder mal ein bisschen ausmisten. Oh, das Inventar. Ding. Ich bin ja auch ein bisschen stolz auf mich, dass ich jetzt schon wieder Diamanten gefunden habe. Das ist gut, ja. Oh, ich rutsche schon wieder hier von der Leiter runter. Nein! Warum passiert mir das immer? Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Bin betrunken. Go home, you're drunk. Go home, yeah. Drive. Okay. Ach, coole. Gold. So, erstmal hier das Gold brennen. Schon wieder 3 Diamanten. Yay! 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 Fett, hä? Huh? Ich weiß nicht, habe ich einen Fehler gemacht? Wieso? Ich muss eine neue Kiste für Cobblestone machen. Da haben wir die Farbe. Da sind die Kristalle. Was ist das hier? Clay. Habe ich die Schienen drin? Ach, hier habe ich noch nichts drin. Dann mache ich das doch da rein. Zack. Zack. Das auch, das auch, das auch. Das können wir hier alles reinmachen. Das noch. Die Rubine. Na, ich weiß ja nicht, ob die Rubine so wertvoll sind. Ich glaube, ich habe mich einmal verbaut. Super. Noob. Ja, ich bin Noob. Sagst du es? Hab ich mich vermasselt? Hier. Oh Gott. Hat er sich vermasselt, der AGP? Ja, ich hab's übelst verkackt. Hat er's richtig hart. Wenn jemand Cobblestone braucht, ne? Ja, nee, grad nicht. Ich bin gerade beschäftigt, meinen Balkonstein festzumachen. Wenn man einen riesigen Turm aus Cobblestone bauen will. So, jetzt haben wir auch mal alles ordentlich sortiert. Da, 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 da. So, jetzt aber, komm. Jetzt muss es richtig sein. Kann nicht mehr falsch sein. Ich hab so Fehler. Was hab ich eigentlich? Fehler?
Rubies. Und die Diamantspitzhacke könnte ich nehmen, da würde ich gern Silk Touch drauf verzaubern. Geht das? Silk Touch. Und Efficiency würde ich gern noch draufhauen. Nee. Nerd. Nee. Efficiency, wieso schließt sich das aus mit Silk Touch oder wie ist das? Silk Touch? Warte. Nochmal. Boah, ich muss die Schuhe kurz ausziehen, sonst nervt es mich. Efficiency? Zwei. Na? Hä? Wieso habe ich denn immer noch. Ach so. Ich habe das auf der Hose. Ich hab's auf der Hose. Mach ich einfach mal. Unbreaking. Wie viel brauche ich denn dafür? 6? Bling, bling, bling. 6 Level, das ist ja ganz schön viel. Die Folge dauert gar nicht mehr so lang. Tue ich die Spitzhacke lieber nochmal weg und gehe nochmal ein bisschen nach unten. Aber nein, das tue ich nicht. Ich werde erstmal noch mir hier von dem Gold, was ich gebrannt habe, mir... Oh, das reicht sogar. Das reicht, Leute, das reicht für 2 Goldblöcke. Ist das nicht geil? Ich hab's geschafft. Was denn? Mein Balkon zu befestigen. Orange. Was war nochmal Strength? Strength. Resistance habe ich. Night Vision. Regeneration. Speed. Haste. Jump Boost. Strength. Der rosane. Shit. Pink. Ist das Pink? Ich weiß, ja. Das sagt man nicht. Das weg. Weg. Das war's. Wunderbar. Obsidian habe ich noch 2. Ich glaube, das war's cool. Schon. Jetzt ist mein Balkon auch noch fest verankert. Yeah. Mit dem Boden. Mit dem Boden. Wahrscheinlich sagst du jetzt wieder, das ist total hässlich, hätte ich anders gemacht. So, jetzt haben wir hier den Strength-Kristall, den packe ich gleich mal aufs Dach. Aber irgendwie muss er dann bei Kuchen stehen bleiben, ohne dass er runterfällt. Wäre nicht so cool. Aber ich finde, dass der irgendwie noch zu dünn ist. 1, 2, 3, 4. 1, ich glaube, ich sollte vielleicht 3, 4. Machen wir den erstmal hier hin, wir gucken dann mal. So. Ich euer Ernte. Jetzt will ich noch Fire Resistance bauen. Fire Resistance. Habe ich noch Zeit? Ja, das schaffe ich noch. Zack. Dann brauche ich dafür nochmal so einen. Dann brauche ich dafür nochmal so einen. Orange. Das hat was. Orange ist doch Fire Resistance, ja. Cool. Dann mache ich jetzt den Kopf von mir dran. Ja, mach den Kopf dran. Ja, ich habe ja meinen eigenen Kopf. Den habe ich gefarmt. Frag nicht wie. Wie? Oh, ich habe Obsidian vergessen. Ich hab auch gefragt. Wie? Interessierst du dich jetzt für mich? Ja, sehr angenehm. Ich bin nicht. Nee, und zwar hat mich ein Pigman, ein Zombie-Pigman gekillt und hat dann dadurch meinen Kopf abgeschlagen. Das ist natürlich hart. Und den habe ich dann scheinbar im Nether ganz zufällig wieder getroffen und konnte mir dann durch meinen Kopf, dann durch sein Inventar zurückholen. Das war ganz cool. Bringt mir zwar nichts, also ich habe es mit dem Blue Altar probiert, mit dem Spell Table, was passiert, wenn ich meinen eigenen Kopf da drauf lege, aber es hat keine Veränderungen gegeben an Zauber und Wirkungen. Besser gesagt, es hat gar nicht gewirkt. Oh, ich habe so viele Buffs! So viele Buffs! Ich müsste jetzt eigentlich mal in Lava zu springen, um zu gucken, ob ich dadurch auch gar nicht mehr brenne oder also keinen Schaden mehr nehme durch Feuer oder naja, das probiere ich mal lieber ohne Rüstung in der nächsten Folge aus. So. Ja, dann wird man jetzt über den Balkon zu meinem Blutaltar kommen. Ey, das sieht echt cool aus. Kommst du noch schnell, bevor die Folge vorbei ist? Ich gebe uns noch 30 Sekunden. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Gib uns noch 30 Sekunden. Na gut, ich komme. Vergiss alles, was noch da drum rum steht. Also, wo bist du denn? Ach, du bist oben. Nee, ich komme hier, da unterwegs. Ich sehe dich schon. Du bist oben auf der Skyline, oder? Nein. Oh, dann bin ich jetzt auf der Skyline. Was soll ich denn? Weil von der Skyline aus kann man das gerade am besten begutachten, damit man den ganzen Schandfleck, der da unten noch steht und hier diese Skyline und so begutachten muss. Von hier aus. Sieht doch eigentlich ganz nett aus, oder? Dieser Balkon mit dem Blutaltar. Mit dem Blutaltar drauf, mein Kopf vorne dran. Hat was, ne? Ja, ist ganz cool. Und Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.